vielleicht nochmal. Ich finde es ganz toll, wie sich das hier auf der Braunschweiger Mahnwache entwickelt. Auch mit der Technik. Wir haben also jetzt hier schon einen Technikstand und so. Vielleicht mal einen Riesenapplaus für den Wulf, der uns das hier alles ermöglicht. Und es ist einfach toll, wenn sich jeder so einbringt mit dem, was er kann, was er eventuell zur Verfügung hat, was wir ganz dringend eben halt noch suchen, wer da irgendwas findet, irgendwie vielleicht auch zur Verfügung hat. Wir brauchen unbedingt einen Hänger, damit wir diese ganzen Sachen hier vernünftig transportieren und übers Wochenende, über die Woche dann auch abstellen können. Also wer da was weiß, bitte an uns dann mal weitergeben. Und ansonsten, die ersten beiden Songs, die gespielt worden sind heute, sind beide von Zeynep selbst komponiert. Vielleicht auch nochmal ein Riesenapplaus für Zeynep. Finde ich ganz toll, was hier so entsteht. Und das zweite Lied, das dritte Lied, das war ja von Morgaine. Und jetzt kommt noch mal ein bekanntes Lied, was wir euch nochmal vortragen möchten. Ja.
meine Lieben. Wir wollen wieder abmoderieren heute. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr trotz der Kälte alle so viel und zahlreich gekommen seid und uns zugehört habt. Ich hoffe auch, dass das Programm euch gefallen hat im X-Trend und im Alex und im Babiano. Und wir möchten nochmal klar machen, dass wir hier nur für den Frieden stehen, nicht gegen irgendwas, dass wir keine Partei sind. Wir haben unser Programm heute erinnert an den Mauerfall vor 25 Jahren. Wir haben auch an 9/11 nochmal erinnert und dass wir uns alle mal Gedanken machen müssen darüber, ob das wirklich alles so stattgefunden hat, wie uns die Medien das verkaufen wollten. Dann fand ich den Vortrag von Alex super. Der hat uns nochmal erinnert, dass wir uns erstmal selbst vergeben müssen und damit wir auch anderen Leuten vergeben können. Auch der... Ja, könnt ihr ruhig klatschen. Auch der Beitrag von unserem Schweizer, weiß nicht wie er heißt, fand ich ganz toll, dass also jedes Individuum ein Recht auf eine Selbstermächtigung hat. Und das sollten wir uns auch alle mal durch den Kopf gehen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Noch viel Spaß mit allem, was ihr so macht. Tschüss. They call the rising sun, and it's been